Hi, ihr lieben Leute, die auch gerne mal nachts Fernsehen gucken. Ich bin der Bruger und diese sind die Leute, die mich monatlich mit finanzieller Unterstützung beglücken. Amaterasu Hart, Amaya Nico, Amy in the Shadows, Bex King 1990, Bienchen Maya, Blufire 486, Cindy H, Commander Game, Die Kürbis, Dinok XCX, Dragmoon, Erasion Korane, Erik Bayer, Green Tiger B, Hero Leipzig, It's Lito, Jewel Buck, Kaito Kisue, Leon der Mettler, Lichtkrieger, Luigi, Markus Eckgold, Master Exploder 5000, Mike Chan, Metal Dragoner X, MJC Cards and Games, Neo Chaos, Nezumi, Panarik 90, Pupo Fischpup, Reik Boretzki, Ralf 66, Ralion Donovan, Rufus Platus, Sebastian HH, Simon Kaiser, Sir Lieselotte, Vantan und Wölfchen 0909. Ja, willkommen liebe Leute, ich bin der Bruger und das hier ist Night Signal, ein Horrorspiel. Wir starten direkt mal rein. Soll nicht besonders lang gehen, wird also ein Einteiler. Ich wünsche euch viel Spaß. Was auch immer wir geplant haben, in unserem unbewussten Verstand, was wir füttern mit Emotionen und so weiter, wird irgendwann eines Tages wahr werden. So. Das sieht mir schon aus nach einem echten Film, nicht nach Grafik gerade. Okay, ja. Wie gesagt, willkommen mal wieder zum schönen Einteiler. Ich hoffe, wir haben Freude daran. Und ich meine natürlich auch wir, weil ich spiele es ja. So, was haben wir denn da? Ein Fernseher. Und L'Oreal. Eine Fernbedienung. Sieht aber aus wie ein Funkgerät. Was? Pickup? Zettel. Gratulation zu Ihrem ersten Hinika-Fernsehen. Sie sollten mit dieser Anleitung erhalten eine Fernbedienung, einen Fernseher und ein Antennenset. Aha. Mit Ihrer Fernbedienung sollten Sie von wo auch immer den Sender wechseln können. Versuchen Sie einfach nur nach vorne nach hinten zu drücken auf der Fernbedienung. Batterien sind inkludiert. Wenn Ihr Bild fusselig oder wenn Ihr Bild christlich ist, dann versuchen Sie die Antenne einzustellen für ein besseres Signal. Warnung! Die Antenne funktioniert nachts nicht richtig. Bitte benutzen Sie sie nicht, nachdem die Sonne untergegangen ist. Viel Spaß mit Ihrem neuen Fernsehgerät, die Hinika Corporation. Ah, ist das hell draußen. Oh. The Fox Space. Welcome back. And that's the sound. That's the sound of wisdom. Wisdom you can only get here. You're watching Channel One News. Welcome, folks. I'm Benson Brown, and this is Channel One News. Today's big story is about the latest innovation in technology, the brand new Hinika television set. You have no doubt heard about these new devices, as they have skyrocketed off store shelves and into the homes of Americans everywhere. Why is an ordinary television so popular? Well, convenience is key, it seems, as this set comes with a state-of-the-art remote dial that lets you access your channel dial from anywhere in your home. Between the remote dial and that crystal clear picture, it's no wonder that this is a must-own item for every household. Just make sure to turn it off after midnight. As the manufacturer does warn, there are still some kinks to work out when the network stops broadcasting each night. And now, a word from our sponsor. Gosh, I need to get to work on time, but my food is cold. I need to eat in the next... And now back to... In the next 30 seconds or else my boss will have my head. Die waren davor, dass man den Fernseher nach Mitternacht anlässt, habt ihr mitgekriegt, aber... Micro what? I don't have time for this. I'm going to be late for work and I'm also hungry. The Zippy Microwave can heat up anything in just 30 seconds. Watch! The Hölle. Ja, was ist denn das? Mikrowelle kann alles aufwärmen innerhalb von 30 Sekunden. Now back to... Na komm, wir gucken das. Ich will das jetzt sehen. Wir gucken die Fernsehprogramme mal durch. Ist cool gemacht auf jeden Fall. Sieht witzig aus und... Ja, die Gesichter sind auch ein bisschen unheimlich. Ich glaube, da geht es jetzt nicht weiter, ha? Mit der Mikrowelle.
Bin auch so ungeduldig. Wie lange haben wir jetzt schon? Ah. Wow, that was quick. I gotta get me one. Never miss a moment with the Zippy Microwave. Okay. And now, back to our scheduled program. What's that sound? Ruby, where'd you put my car keys? I put them in the kitchen, my darling. Ruby, did you clean the kitchen? I did, my darling. Ruby, my keys are in the garbage disposal. Oops, sorry, my darling. Ruby, my hands are stuck. What the fuck? Die Zeit. Oh no, talk on the fog space. A space between all known reality. A place where nothing is what it should be. A place where science is always lost and faith always misplaced. You are entering the fog space. In this episode, we'll be following the footsteps of a Miss Bethany Bellows. It's a bit of the Twilight Zone. An ordinary woman taking an evening stroll. But unknown to her, she's just taken her first steps into... Welcome back to Brain Tease. Steps into the fog. Ich glaube, es wird langsam dunkel. Oh my! It's become so foggy all of a sudden. Trivia show. I'm your host, Humphrey Winters. I'm here with today's contestant, Mark, a school teacher from the town of West Sound. That's West Acres. Sind da vier Sender? Ja, genau. Jetzt räumen wir die Flagge erstmal ein. Die V-Guide, 1963er Edition. Alles leer. Watch the signals. Ah, guck mal, das ist eine Einstellung für die Antenne. Okay, Hinnicker, watch the signals. Also erst so, dann so, dann so, dann so. Hoppala. So. So. Nun, TV Guide Entry has appeared. Watcher's Eye, a night dedication to eyes everywhere. Its visage brings a jolt of pep and a heart of mind to every household. It's certainly any excuse to be a look upon Watcher's Eye. And anything is a possibility. Be welcome, Watcher, behold. Ja. Keine Ahnung. Eine nächtliche Aufopferung für Augen über. Dedication. Widmung für Augen überall. Es bringt eine Visage, also sein Äußeres bringt einen Schwung an Pep und Heart of Mind für jeden Haushalt. Seine Energie gehört ganz dir. Sieh hoch zum Auge des Beobachters und alles ist möglich. Gern geschehen. Watcher, behold. Also Zuschauer, gib Acht. So. Die.
Welcome back, folks. I'm Benson Brown, and this is Channel One News. Today's top story is willkommen, lieber Zuschauer. Deine Augen wurden geöffnet. Gepriesen sei alle, rejoice. Was heißt das, gepriesen? Je mehr du schaust, desto mehr siehst du. Suche mehr Signale heute Nacht und lass dich führen durch seinen Segen. Watcher's Eye. Okay, dann gucken wir uns das heute Nacht nochmal an. Local authorities are now investigating the missing person, identified as 23-year-old Alice Prairie. All thanks to one brave little puppy, who will be receiving an honorary award from the police chief later this evening. Now that's what I call a good boy. Good boy. And now, a word from our sponsor. Gosh. And now back to... Gosh, this breakfast sure is... Back to only Father Knows. Son, let me tell you what it means to truly be a man. Okay. Being a man, son, means never showing emotion, with the exception of violent rage. Okay. Being a man, son, means you gotta put on real big shoes. Not clown shoes, though. Not like clown shoes. Clowns aren't real men. Okay, Dad. Son, listen to me. Listen to me closely. When you're a man, the President of the United States will come to your house and shake your hand to congratulate you on your manhood. That's how you'll know you made it. Okay. Son, I must confess something to you. The President has never shaken my hand. I'm a fraud, son. Okay. And now, a word from our wow, er sagte, ein richtiger Mann zu sein, darfst du keine Gefühle zeigen. Außer, dass der aggressiven, der brutalen Rage. Say it together, everyone. Dreh das Rad! Sehen, wenn jemand kommt. Ernsthaft? Dreht sich jetzt endlos das Rad, oder? Ich find's geil, das ist so eine, ja, ich würde sagen, es ist... es ist schon ein bisschen sehr krass auf das amerikanische Fernsehen von damals getrimmt, so ultra patriotisch. Wie man sich zu verhalten hat und all dieses ganze Hirnwäsche-Scheiß voll aus den 60er, 70er in den USA Fernsehen. Diese ganze helle Weltscheiße, weißt du, das ist hier gerade so ein bisschen vorgespielt. Und ich finde es halt sehr, sehr schön. Das ist so ein bisschen satirisch, klischee-mäßig alles. Noch ist ja nicht viel Horror, aber mir gefällt es irgendwie. Dass die Leute mit so komischen Game-Shows gecatcht werden und... Oh, es wird dunkel. Ja, dreh das Rad! Einfach so die Fernsehzombies, die damals so rangezüchtet wurden, so alles glauben, was da läuft. Ich sag dir, wie ein echter Mann sich zu verhalten hat, ne? Und der Präsident ist die höchste Person in unserem Land. Wer vorbeikommt, muss da stramm stehen und eine Fahne salutieren. Na, kommst du wieder? Jetzt machen wir nicht, wie es aussieht. Zwei. Also dieses. V. Auch schon wieder falsch. No tiefer. Ich schmelze! Gugu hilft es, dich zu erinnern in kleinen Portionen. Du bist nichts. Du bist nur ein Stück armseliges Fleisch in der Masse. Du bist klein. Du schmilzt. Außer Reichweite. Du schmilzt. Du bist Slime. Gugu bringt dich zurück. Zu den simpleren Zeiten.
Oh, was zum Geier? Ich schmelze. Labba, lustig. Nachvollziehbare Konversation, die aus dem Mund rauskommt. Hör zu mit Ehrlich und mit Aufrichtigkeit. Rede über alles. Nur ein naher persönlicher Begleiter würde in einem Shop Wasserbohnen kaufen. Nimm deine Zeit für Blabba. Zum Geier, ey. Was ist das für ein Spiel? Oder das noch und dann die letzte noch, würde ich sagen. Alter, was ist das? Ey! Die Fühler! Kitzliges Entertainment garantiert, um dich wackeln zu lassen. Die Fühler senden eine Einladung für dich, um teilzunehmen in ihren Shenanigans. Fühler ein Kitzeln oder ein Prickeln. Diese fantabulösen Fingerfühler zu deinen Füßen. Ah nein, die sind immer noch da. Died. Was ist nochmal von vorne? Oh nein, oder? Alles gelöscht. Oh nein, also geht hier als erstes wieder. Ah, ich kann die abschießen. Ja, ihr Fühler! Macht's ja auch Sinn. Ah, Gott, das nächste, schnell. Der Blubber wieder, der Blabbermaul. Was, oder? Wir haben die dummen Finger, wir haben den Blabber und wir haben den Schmelz. Die Hände wieder. Oh nein. Es ist normal, Angst zu haben, Zuschauer, aber sie wollen uns, Schmerzen zufügen, um uns zu lehren, nicht um uns zu, nicht um uns zu bestrafen, sondern um uns zu lehren.
studiere sie, sehe sie und alles wird gut sein auf deinem Weg. And now our local weather report. And now back to Cave Family. Cave Wife, where did you put my cave? Okay. Chin Cave Husband. Cave Wife! My cave keys are in the game garbage disposal! Oh, no. I'll call Cave Wife! The cave plumber is my cave boss! If he sees me like this, I'm gonna be fired! Oh no! Wait, I know what. So ein bisschen die Familie Feuerstein gerade, ne? Cave Family! But I just can't fall asleep at night thanks to my constant horrific nightmares. What's a fella to do? Say goodbye to bad dreams forever with the Sweet Dream Radio from Henniker. Our patented lunar technology emits sweet dreaming signals straight into your dream receptors, assuring a peaceful night's rest, all listening to the classic tunes you love. Wow, finally a good night's sleep. Thanks, Henniker. Der Hund draußen geht mal voll ab. Radio! Die mochten damals so gerne Jingles, ne? And now, back to our scheduled program. And now back to Cave Family. Here, there, nowhere in particular, or all of the above is the likely answer. For you've just entered the fog space. Today's episode, we will learn what it means to wield a power beyond belief. Meet Hank Humdinger, the CEO of a major American technology company. Hank has been hiding a secret, one he is prepared to take to his grave. But unknown to him, it's this very secret that will lead him to the fog space. The fog space. Well, his secret, sir, is hard to keep. But that's why I'm such a great CEO. Now, back to business. No! No, I'm not ready! We had a deal! Jetzt wird er dunkel. It is time for you to return the favor, Mr. Humdinger. We gave you our secret. Now it is time to take what is rightfully ours. No! I need more time! I just need more... I need more time und dann ist fertig. Oh Mann, das ist beunruhigend die ganze Zeit. This concludes our broadcast day. Gott, Kazuzu. Was ist das für ein durchdringender Ton? Das muss Kazuzu-Zeit sein. Diese Form gibt das beste audiovisuelle die audiovisuelle Erfahrung wieder. Geräuschlandschaften von deinem ungeborenen, von deiner ungeborenen Dingens, ne, also deines Kindes, tanzen die Nacht hinfort. 3 und 5. Ah, was ist das denn? Flathead! Flathead lässt dich schmelzen oder lässt dich top droppen. Tops need to be top with Flathead. Freu dich an dem Krümeln der Tops, während sie aufsteigen. Was? Könnte auch an Flathead sein. Was? Was? Lass mich doch erstmal lesen, bevor da irgendwas passiert. Pass auf deinen Kopf auf. Manche Ereignisse können deine Umgebung verändern. Mach bloß.
Das ist so seltsam, Leute. Das ist so seltsam. Hör ich die anderen schon jetzt? Afilas. Labba. Gugu. Decke runter. Das verstehe ich. Vor der Tür. Was hat mich denn... Biesel kann nicht zerstört werden, aber Biesel... Was? Also das Ding tötet mich irgendwann, ja, dieses Biesel. This concludes our broadcast day. Weg. Oh, ist das widerlich. Ja. Ich muss ja gleich genug machen, dass er stirbt. Ja, ich habe ihn getötet. Das ist wieder ein neuer Tag. Deine Augen gewöhnen sich gerade daran. Du sollst nicht, du siehst nicht, was du sehen sollst. Verlier nicht deinen Glauben, Zuschauer. Was? Hier wird's mal seltsamer. Oh, guck mal, das Bild. This is Channel One News.
Kommt jetzt irgendwas Neues? As the Westacre Mob Council informed us that due to another unfortunate disappearance, there would no longer be enough qualified chili tasters to judge the entries. Chili the Westacre Mob Council is currently on the lookout for potential replacements. So blättert euch nicht so viel übersetze, aber es ist halt einfach nur es ist Nonsens, was der hier sagt teilweise. A sad day for chili fans everywhere. And now, a word from our sponsor. Es wird schon wieder Nacht. Es ist unheimlich, alter Schwede. Ich sitze die ganze Zeit mit Gänsepelle, ne? Nein, nicht das schon wieder. Beasel, ja, Beasel kommt jede Nacht und zahlt seine Belly Fun mit dir. Du kannst kannst du keine Zeit für Belly aufbringen, wird er sicher Zeit für dich aufbringen. Und ich schon wieder. Touting One. Ach, fühlt sich, als würde der Tag vorbeirasen. Du fühlst eine starke Angst in dir. Lass sie raus, lass sie reiten. Du wirst was, vor was du Angst hast. Rei so laut du kannst. Aber Lautstärke wird es nicht regeln. Das ist fast schon Zeit, aber nicht jetzt. Schrei jetzt oder nie. Was? Süß, mach dir die Zeit schwer mit Süß. Oder Süßigkeiten. Denk an das Undenkbare. Mach deine ungehörten Wünsche, die sich im Nebel befinden, wahr. Wird dein Wunsch wahr werden? Sweets, wahr ist es, aber Sweets kann nicht aufgehalten werden. Sweets wünscht sich. Sweets wünscht sich, wünsch weiter. Humdrum. Der Käfer des einen Humdrum will das Schlechte in seinem Körper wieder gut werden lassen. Lass deine fleischige Frucht blühen mit dem Summen. Ja, scheu dich nicht vor Humdrum. Soll ich das heilen hier? Ich glaube, das soll mich heilen, dieser Käfer. Es ist jetzt bald vorbei. Die Tage werden kürzer, wenn die Nacht wächst. Der segensreiche Nebel kommt und holt die Gläubigen. Suche nach mehr Signalen. Lass dein Wissen wachsen. Eine ewig währende Nacht wartet auf uns. Alter Schwede, es wird immer unheimlicher. Wie lange geht dieses Spiel denn? Why is American television so popular?
That's our only god is the savior. Hören wir drauf, dass es wieder dunkel wird. Es wird dunkel. Ah! Hey! Heil dich, Käfer! Quacker, quack, 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 es sind Quackers. Mund voller Brot. Flatters und schwimmen gut. Geschwollen und feucht. Wet. Moist. Gristle und Crunch mit dem... mit der Stimme des Quack. Die ganze Familie ist von diesen Quacks begeistert. Der Night Orb. Oh nein. Das war lesen. Die was ist es? Die Motivation dieses geheiligten Orbs. Werde Zeuge dieses Licht des verbotenen Wissens. Fühle die Vibration in deinem Schädel. Wisse, dass die Wahrheit eine deine Auffassung ist. Halte die Geheimnisse tief in deinem Hirnloch gefangen. Skelly Welly ist gut für deine Knochen. Fühle deine Knochen, hör ihnen zu. Das Bestreben der Erde. Skelly Welly will dir gut tun. Skelly gibt dir das Geschenk der Erde und all den Zuschauern, die es wünschen. Wünsche dir deine Knochen oder wünsche es dir für deine Knochen. Alter! Alter! Kann gerade nicht an die Tür! Hi! Halt mich mal wieder, Käfer, danke! Der Tisch ist kaputt! Zeit ist nah, die Nacht des Zuschauers ist über uns. Heute werden die Gläubigen gerettet. Finde die letzten Lücken deines Wissens. Suche das Weisheit des Signals. Die Erlösung wartet im Nebel. Watch this night is upon us. Okay, es wird immer krasser. Ich muss die letzten Lücken meines Wissens finden, ja. So, das haben wir. Das. Die 10 fehlt noch. Und die 15 und die 16. Das war's dann. 3 Stück fehlen noch.
Dann haben wir alle Signale. Auch wieder Nacht. Und haben wir noch eins. True Gaze. Ja, egal. Oh nein. Mit dem Boden los. Oh nein. Ich hab's gewusst. Bitte alle Signale Zuschauer, die Nacht wird sonst niemals enden. Ja, drei Stück sind's, ne? Zu nerven. Ah. Heil mich doch mal, du doofer Käfer. Halt mich. So. Alle, the door. Deine Augen sind weit geöffnet. Kannst du es sehen? Kannst du es hören? Wünsche, Tasten und gute Geräusche warten auf die, die reingehen. Geh und fühl dich befreit von all dem Schmutz. Frei von der Statik. Geh und sei frei. Frei deines Verstandes. Geh rein und geh nie wieder raus. Ja, ich will. Ich will nie wieder raus. Alter, guck mal, jetzt ist hier das Bild. Lass mich rein. Hab ich's durchgespielt? Oh. Ich fand's genial. Leute, ich kann nicht anders sagen, als ich es genial fand.
Wie geht's euch denn so? Schreibt's mir mal in die Comments. Also ich fand's toll. Es war was anderes. Es war sehr verwirrend. Aber es war echt gut. Es war richtig gut. Night Signal. Leute, schön. Wie gesagt, das war so ein bisschen wie so eine Satire auf das amerikanische Fernsehen. Ich habe jetzt ja nicht alles gesehen, habe auch nicht alles übersetzt, aber ich denke mal, das soll schon so ein bisschen durchgeschimmert sein, dass alles so ein bisschen unter der Flyer der Politik mit Game Shows, mit irgendwelchen beeinflussenden Werbungen und so weiter versteckt war. Und auf Verschwörungstheorie so ein bisschen. Aber ich frage mich, was das mit dem Knet auf sich hatte, mit der Knete, mit den Knetfiguren. Vielleicht ist das einfach nur so eine Metapher. Naja, hat mir Spaß gemacht. Ich hoffe, euch auch ein bisschen. Wie gesagt, lasst es mich wissen in den Kommentaren und ich hoffe, wir sehen uns zu was anderem wieder. Ich bin der Bruger, macht es gut und tschüss.